Nächster Kampf im Fliegengewicht der Herren bis 52 Kilo in der roten Ecke Bilal Benama aus Frankreich und in der blauen Ecke Ronaldo da Silva aus Brasilien. Wir sehen jetzt auch, wird gekämpft ohne Kopfschutz. Bei den Damen war es noch mit Kopfschutz. 3x3 Minuten. Wir sehen Reichweitenvorteile beim Franzosen Bilal Benama. Mal gucken, ob er da Kapital draus schlagen kann, indem er den Kampf über den Jab aufbaut. Brasilianer sehr klein, nehme an, sehr beweglich und wendig. Das werden wir jetzt nochmal sehen. Überbrückt die Distanz sehr gut, indem er variabel im Oberkörper sich bewegt. Hat jetzt schön mit einer rechten den Benama getroffen. Explodiert jetzt auch am Mann, das muss das Rezept sein. Jetzt hat er sich auch einen Jab eingefangen von Benama. Überbrückt aber die Reichweitennachteile sehr, sehr gut. Ja, nochmal erwähnt, Brasilien mit der weitesten Anreise, Frankreich mit den meisten Athleten angereist. Schön, das zu sehen, 14 Nationen hier. Schön, also der Silber gefällt mir ganz gut. Kommt gut an den Mann ran, weil er halt so schnell, flink und wendig ist. Benama, schöne Beinarbeit. Ja, schöner Versuch eines Uppercuts. Typisch Boxer gegen Puncher. Das ist ein schönes Matchup. Immer schön zu sehen, wer da das besser durchsetzt. Macht immer Spaß. Oh, schöner. Ja, die Sidesteps, gute Beinarbeit sieht man. Da kommen aber ein bisschen ausgefallenere Sachen, die man nicht oft sieht. Von Benama. Ja, war auch kurz. Oh, stark. Starke Schlaghand. Ja, aber der Silver wie ein Pitbull beißt sich da fest. Der ist natürlich im Infight der Stärkere. Ist auch genau die Situation, die er sucht. Enge erste Runde. Jeder hatte so seine Momente, wo er Treffer angebracht hat. Gut ausgelassen. Jab sticht schön raus. Ja, von das Benama. Ist das, wie Benama boxen will. Schöne Beine, schnell unterwegs. Nutzt seine Länge da. Ja, echt schön. Täuscht die Richtungswechsel an. Ja, das ist nicht nur Show, das verwirrt den Gegner wirklich super. Wow, Wahnsinn. Klasse. Jetzt hat er sich mal einer eingefangen, aber super geil ausgewichen. Ja, auch das Silver bekämpft ihn genau auf die Art und Weise, wie er es machen muss. Geht den Druck nach vorne, beißt sich fest. Starker Kampf. Enge erste Runde. Schwer zu punkten. Schauen wir mal. Wirklich ein hochklassiger Kampf. Also die beiden Kampfstile passen wirklich sehr, sehr gut zueinander. Sind natürlich auch ein bisschen gezwungen, so zu kämpfen, weil die Anatomie das eben genauso hergibt. Wenn man die beiden so sieht, mag man fast gar nicht glauben, dass sie in einer Gewichtsklasse sind. Hochinteressanter Kampf, hochklassiger Kampf. Die Beinarbeit des Franzosen ist wirklich genial. Seconds out, round number two. Schauen wir uns das mal an. Zweite Runde kann eigentlich nur so laufen, wie beide Kämpfer haben so gekämpft, wie man eigentlich kämpfen sollte. Ja, der Benama baut das wieder über den Jab auf. Die Beine sind auch in der Rundenpause nicht langsamer geworden. Und das Silva probiert, an den Mann zu kommen. Ja,
jetzt hält er die Hände unten, der da Silva. Er möchte den Benamar natürlich ein bisschen locken. Genau, ich will den, der auf dem Rückwärtsgang sich wohlfühlt, will ich in den Vorwärtsgang zwingen, damit er zu mir kommt und die Distanz von sich aus überbringt. So muss ich nicht die ganze Arbeit selber machen. Als kleiner Mann ist es unfassbar schwer. Ich muss unfassbar viel machen, ohne dass irgendwas überhaupt passiert, um da ranzukommen. Und erst dann kannst du die Aktion setzen. Genau. Ja. Boah, stark gemacht von Benamar. Wirklich? Schön, dieser Pivot zur rechten Seite, wie er mit dem linken Bein rübersteppt und dann über links den Pivot nach rechts macht. Das sieht man nicht oft. Das ist so ein Special, sowas zu sehen hier wieder von Benamar. Spricht aber auch insgesamt für das hohe Niveau dieser ganzen Veranstaltung. Ja. Also absolute Top-Leute hier. Auch der Ronaldo da Silva ist kein schlechter. Er macht das richtig gut. Er kämpft genau den Kampf, den er kämpfen muss. Probiert seine Sachen aus, Oberkörperbewegungen, schnell ein bisschen dranpirschen. Mal stehen bleiben da, damit der andere auf mich zukommt, ich mitschlagen kann. Oberkörper abtauchen, dann mit dem Haken rein. Das ist ein geiler Kampf, den wir hier sehen. Für beide noch alles drin. Schön abgekontert mit dem linken Haken da von Benamar. Sehr stark. Das Tempo durchgehend hoch, jetzt aber doch mal kurz ein paar Sekunden des Friedens. Gut, Winkel verlagert auch von da Silva. Super schnell, super abgeduckt. Starkes Niveau von beiden. Ich sag's mal wieder, wir sehen hier Weltklasse-Boxen in Köln, in Deutschland. Endlich wirklich ein Weltklasse-Turnier wieder hier in Deutschland haben. Ja. Und wir sind hier wirklich eingeschränkt wegen der Covid-Pandemie mit den Nationen, die wirklich kommen können. Und dafür so ein Event zu bieten, Respekt an den DBV und die Organisation. Definitiv. Findet natürlich ohne Zuschauer statt. Ja. Keine Show-Einlage noch von... Wenn dann mal, aber die beiden no verstehen look. Sich. Ja, No Look, genau. Kennen wir sonst noch im Basketball, ne? Ja. No Look Pass und keine Ahnung. Ja. Nee, absolutes Weltklasse-Niveau hier. Hygienekonzept, ne? Es wird hier wieder eine Bubble aufgebaut, alle werden getestet. Morgens wird Fieber nochmal gemessen, um das wirklich zu kontrollieren. Genau. Ja, alles perfekt organisiert, so dass die Sicherheit und die Gesundheit aller Anwesenden gewährleistet ist und dass das Turnier gut durchführbar ist und ohne Probleme abläuft. Wobei wir sagen müssen, die Halle hier, die kann auch ein paar Zuschauer vertragen. Ne? Also insgesamt eine schöne Location. Definitiv. Hier auch super aufgebaut alles. Hier ist ein Warm-up-Bereich mit Boxsäcken aufgebaut, wo die Athleten auch trainieren können, falls sie nicht kämpfen. So, aber genug davon. Jetzt letzte Runde hier von da Silva gegen Benamar. Das weitergeht, was aufgehört hat. Shoulder Roll von da Silva. Schöne drei Minuten hier. Schöne Finden setzen. Stark damit die Schlaghand zum Körper. Ja, wenn auch jetzt das locken die Hände mal runterzunehmen, dass der Gegner kommt. Dann muss ich nur bereit sein, dass dann wirklich etwas auch kommt. Ah, stark von Benamar. Richtig. Ey, das ist ein sehr schöner Kampf hier, wirklich. Der Gewinner wird übrigens morgen auf Saken Bobisinov treffen aus Kasachstan. Ja, ja. Den ausgefallenen Kampf kampflos weitergekommen ist. Übrigens absolutes Highlight, die kasachischen Boxer hier sehen zu dürfen. Wie gesagt, wenn alles mal wieder einfacher ist mit Reisen und Anreisen, dürfen wir bestimmt noch andere hochklassige Boxenaktionen begrüßen dürfen. Aber auch das hier ist jetzt Weltklasse, alles vom Feinsten hier. Auch die Brasilianer bieten hier relativ hohes Niveau auf, ja. Muss man auch sagen. Ja. Erste Ermahnung, insgesamt sehr fair geführter Kampf. Die Beinarbeit von Benamar ist wirklich schon speziell. Mhm. Im positiven Sinne.
aber trotzdem auch ein kleiner Showman. Also da fühlt er sich wohl. Also wie du schon sagtest, er tut das, um auch eine Reaktion zu erzeugen. Ja, Ben Hammer will auch, dass er kommt. Er will, dass er nach vorne kommt, dass er sauer wird, um dann seine Konter zu setzen. Oh, das war, glaube ich, beingestellt. Ja. Nicht beingestellt, absichtlich, aber passiert schon. Stark, jetzt feuern beide nochmal raus. Schöner Uppercut, jetzt hat aber auch das Silver einen guten Schlag angebracht. Schön zum Körper jetzt. In der Ecke, da will er den haben. Der ja, gut rausgedrückt von Ben Hammer. Puncher gegen technisch größeren Boxer. Stark. Ja, das ist das dann. Runter und dann kann ich von unten den Aufwärtshaken bringen, den man nicht sieht mit den geil, langen, tiefen Armen. Jetzt zeigt er an hier aufs Herz. Ja, ja. Das sind dann die Spielchen, die man dann so macht. Ja, auch da einfach aber mal haben auslösen, beide auch Bock drauf. Ich laufe dir nicht hinterher. Komm du doch. Das ist dann auf dem Niveau sehr schön. 10 Sekunden noch. Ja, ich denke mal auf die beiden Spielchen. Haben die auch beide Bock? Nice, danke für diesen Kampf an beide. Ja, starke das hat Leistung. Spaß gemacht. Muss man wirklich sagen. Bin jetzt auch mal gespannt, wie die Punktrichter das Ganze werden. Ja. Es geht so gut weiter, wie es gestern aufgehört hat. Ich denke mir, alle Zuschauer können hochzufrieden sein mit dem Angebotenen hier. Ja, definitiv. Also ich bin hyped, ich bin zufrieden. Auch insgesamt die Kämpfe sehr, sehr fair. Wir haben analog. So. Ja, rote Ecke. Herzlichen Glückwunsch. Bilal Ben Hammer. Und dann haben wir morgen Knallerfinale zwischen Kasachstan und Frankreich. Wir hören uns gleich wieder zum nächsten Kampf. Im Weltergewicht bis 69 Kilo. Bis gleich.